gelandet und wir fahren jetzt direkt mal eine Tour mit den Boards hier, weil wir sind in einem Viertel, das heißt Mission District, ja, wie heißt das? The Mission. Und hier gibt es einen coolen Park und hier gibt es ein paar Sachen zu sehen und da fahren wir jetzt hin. Wir haben jetzt zwei Elektroboards. Genau. Der Friedl hat hier welche organisiert. Und ja, wir haben noch ein kleines. Warum nur noch ein kleines, Anton? Ich habe eins vergessen im Taxi. Das war meins. Er hat einfach ein Board im Auto liegen lassen. Das hat er schon mal gebracht und jetzt ist es weg. So, aber jetzt haben wir noch zwei Elektroboards. Gut, dass ich zwei mitgebracht habe. Läuft. Da habe ich noch das kleine und Lena fährt mit dem Fahrrad. Das erste Mal mit einem richtigen Erwachsenenfahrrad. Nein, ich hab's die Lena wird groß. Ich hab's auch und dann gucken wir gleich, wir werden gleich eine Website noch zusammenbauen. Ja, wir haben uns nämlich die App auch schon angeguckt und ja. Super. Ja, und übrigens sind wir auch bei Jimdo. Ja. Und wir sind bei Jimdo. Ja, auf geht's. So, wir fahren jetzt eine Runde hier durch den Mission District in San Francisco mit dem Gründer von Jimdo. Der hat nämlich Elektroboards mitgebracht. Das ist ja richtig. Also, okay. Ja, geil. Sieht schon mal auf jeden Fall geil aus. Das ist nett. Hi. Das ist Amerika. So, wir sind gerade essen. Hier unser Frühstück, weil wir haben heute noch nichts gegessen gehabt. Und wir sind gerade im Crab House. The Crab House. Hier an der, wie heißt die Street nochmal? Valencia Street. An der Valencia Street. Und ja, ich habe hier so Scrambled Tofu. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und dann gehen wir gleich in den Park. Und dann zeigen wir euch natürlich auch nochmal da was. Genau. Anton, du bist jetzt schon mal Elektroboard gefahren. Erzähl mal deinen ersten Eindruck. Oh, das ist so geil. Das ist voll entspannt. Kannst du mit mega schnell rumfahren. Es macht mega Spaß. Friedel probiert gleich das Kleine mal aus. Sehr gut. Und Lena ist eine richtige Bikerin geworden. Das passt. Ja, sehr gut, bis gleich. So, wir haben aufgegessen und jetzt nehme ich mal das Elektroboard hier und Anton auch. Yeah. Und der Friedel nimmt das Kleine und Lena fährt ihr Fahrrad. So, bin ich mal gespannt. Das Problem, ich habe gerade die Helme anprobiert. Leider passt mir kein Helm, deswegen bin ich besonders vorsichtig. Aber Leute, nicht ohne Helm fahren, ihr wisst Bescheid. Ich muss mir mal einen extra Dreadlock-Helm holen. Ich habe in der Cap auch extra Loch eingeschnitten, damit die Haare da hinten rauskommen, weil mein Kopf mit den Dreads einfach zu groß ist. Wow. Das ist ungewohnt. Sehr ungewohnt. Oh, ist aber geil. Mal jetzt mal bremsen. Wow, oh ja. Yeah. Oh yeah, we could fly so high. So high. Okay Leute, jetzt geht's den Berg hoch. Berg hoch. Mal gucken, ob das Elektroboard hier auch seinen Berg tut. Und? Gib Gas! Wow. Schneller, schneller, schneller! Alter! Ah, da geht ab! So, wir sind gerade im Dolores Park hier auf der Wiese unter den Bäumen, die spenden ein bisschen Schatten. Von hier aus eine mega geile Aussicht. So eine Aussicht hatten wir, glaube ich, noch nie auf San Francisco, außer auf der Golden Gate Bridge. Ah, da ist der Friedel, der macht jetzt mal einen Anstand. Vorsicht, du fällst den Berg runter! Oh! Und schaut euch mal die Aussicht an. Das Problem ist, ich habe leider den großen Camcorder nicht dabei, deswegen kann ich euch nicht so viel aus der Ferne zeigen. Aber, also es ist echt, von hier aus sieht die Stadt echt noch richtig imposant aus. Von der Golden Gate Bridge aus sieht man die Stadt ja auch richtig gut, aber halt nicht so nah. Und hier sieht man echt nochmal so richtig die Skyline. Ist geil. Ist cool, ne? Ja, mach auch nochmal noch was. Boah! Oh. War alles so gewollt. Eigentlich kann ich es auch mit aufstehen, aber mein T-Shirt rutscht so runter. Wir wollen ja nicht zu viel zeigen hier. Anna, willst du auch noch Handstand machen? Ja, okay. Wenn du dann auch was machst. Oh, oh. Oh. Ja, oh! Nochmal. Noch ein? Ich mach mit. Hier, wer länger kann. Ja, ja gut, du hast verloren, Anton. Ja, scheiße. Oh, shit. Scheiße. Boah, der kann es aber gut. Der Friedel ist ja auch sportlich im Gegensatz zu dir. Ich kann trotzdem bauen. Yes. Wow. Du musst jetzt alle was machen, jetzt bist du da. Na gut, wisst ihr was? Ich mach's lebende Fass. Ich roll jetzt den ganzen Berg runter. Ja, sehr gut. Ja, mach dir mit. Lena, rollst du auch runter? An. Ah ja, gut. Okay. Ich roll jetzt einfach runter, okay? Tschüss. Tada! Geil. Boah, mir ist richtig schwindelig.
So, nachdem wir jetzt alle ein bisschen dumm waren, werden wir uns aufmachen zur Mission Bike. Das ist so ein mega hipster Fahrtladen, der so geil sein soll, dass man sich mal angucken muss. Ja, wir haben ihn gerade eben getroffen, das war super. Und ja, das ist ein cooler Laden, richtig cooler Laden. Auf geht's. So, wir sind im Mission Bicycle Shop, das ist so ein Custom Fahrradshop und hier gibt es so richtig coole ja, Fahrradaccessoires und Fahrräder. And you can kind of start to see your bike come to life. Ah, okay, on this wall you can see how it looks. Yeah, exactly. Ah, okay. So grab somebody, do-si-do, cause life's a dance floor, don't you know? Ja, ey, sau nett. Wir sind hier einfach nur mal reingegangen zu gucken, weil der Friedel gesagt hat, das ist so ein typischer Laden hier für diese Street. Das ist halt einfach. Genau, richtig. Und jetzt, cool. Jetzt zeigt der Chef jetzt uns hier. Da, wo die gebaut werden. Ja, jetzt zeigt der Chef jetzt einfach mal, wie die Fahrräder gebaut werden. Thanks, man. Das war nicht geplant, also wir sind jetzt einfach mal spontan hier. We ship all over the world. Okay. Yeah, there's three countries that we can't ship to. Okay. So you ship in to Germany? Oh yeah, yeah. Yeah. Yeah, it's good. Lots of bikes to Berlin. Yeah, cool. Like maybe you give me a card? Yeah, of course. Yeah, that's yeah. Cool. Yeah, cool. Also ich glaube, wenn es mal wieder nass ist in Deutschland und Winter und ich bin in Deutschland, dann hole ich mein Fahrrad, weil mit dem Board kann man so schwer fahren. Ah, okay. So you can just, if you just a few days in San Francisco, you can rent a bike? Exactly. Mostly we use them for test rides, but yeah. We also rent them out. Ah, that's cool. People that don't want a really shitty bike. Yeah, that's nice. Yeah, San Francisco is the bicycle city. So much bike ways and this. Yeah, and especially here in the Mission District. Yeah, it's cool. We're really obsessed here. Ja, man kann hier auch Fahrräder ausleihen, was ich wahrscheinlich beim nächsten Mal machen werde. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach San Francisco kommen und man kann hier halt auch einfach Fahrräder ausleihen für eine Woche oder so. Weil ein Fahrrad kaufen wäre natürlich ein bisschen over für eine Woche oder zwei, aber das finde ich eine geile Sache. Oh mein Gott. It's a 2-minute lap. I just need you back here in 2 minutes. Okay, I gotta skate with you. I don't drive for so long time. I don't know if I... Oh, you can't ride a bicycle, I'm yeah? Pretty sure. Oh my God, okay. Yeah. Ich hab keine Ahnung, ob ich es noch kann. We're gonna do this the proper way. So, I'm gonna just have you throw your leg right over the middle. Come on, dude. Okay, okay. You can do it. Whoa. Yeah, yeah, okay. Let this moment pass us go. By. Pass us by. Ich bin 10 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren und ich dachte echt, ich kann es nicht mehr, aber ja, das ist die Fahrradfahren, verhält man nicht. Komm, 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 komm! Ja, machen wir es auf jeden Fall. Erstmal wieder Fahrrad gefahren seit 10 Jahren oder so, ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon noch länger her.
Noch 10 Jahre kommen wir uns. 10 Jahre? Länger, ja, du hast es sehr gut gemacht, Oge. Ich finde, du bist prima Fahrrad gefahren. Juhu. So, wir haben jetzt noch ein schönes Instagram-Foto gemacht und verabschieden uns. Jetzt war auf jeden Fall eine coole Erfahrung hier bei Mission Bicycle. In der Beschreibung verlinkt schon auf jeden Fall vorbei. Und jetzt gehen wir zurück zu Jimdo und bauen eine Webseite. Ey, heute ist echt ein ganz schön produktiver Tag. Läuft bei uns. Gut, dann ciao, ciao. Ciao. Zeig mal, was du kannst. Am Rechner. Was denn? Ja, der Markus hat hier schon was zusammengebastelt. Wir haben schon längere Zeit an Designs und so gearbeitet und der Markus hat es gerade umgebaut in eine richtige Website. Jetzt fehlt nur noch das Handy, was wir noch auf die Webseite packen wollen, mit der App drin, damit es schön aussieht. Und das haben wir hier jetzt. So wird die App ungefähr aussehen. Also ich zeige es auf der Website dann. So, dann wird da zum Beispiel, komm was näher, das ist glaube ich ein Feature, ich komme einmal ganz kurz. Dann wird hier zum Beispiel ein Feed sein, ungefragt, da könnt ihr abstimmen oder wenn so Fragerunden sind, da kann man da abstimmen, so wie bei, wir hatten das doch bei den Ender Games immer mit einem, wie hieß das nochmal? Strawpoll, genau. Das ist sowas wie Strawpoll, also ihr könnt da Abstimmung machen und es könnt ihr halt in der App. Dann haben wir jetzt schon ein Feed, darüber seht ihr an Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Bookmarks, da könnt ihr euch besonders gute Bilder, die euch gefallen oder Beiträge oder Tweets, wenn ihr... Was ist ich, wenn ich zum Beispiel mal wieder Anton hate und die sagt, oh, hat der nicht gemacht, dann könnt ihr euch da einen Bookmark setzen und sagen, boah, das merke ich mir, Alter, guck mal. Und da könnt ihr euch halt auch ein Profil anlegen, so wie es gedacht. Und das sind bis jetzt erst die ersten 4 Menüpunkte. Es kann auch sein, dass zum Beispiel sowas dazukommt wie Live-Chat, dass es sowas wie eine Hall of Fame für Fanarts gibt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche richtig coolen Fanarts einsendet und dann können andere Leute, also Subs, können Fanarts von Subs bewerten. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass man das da halt ein täglicher Fanart-Feed ist. Und ihr könnt dann sagen, welche eure Top 10 Lieblingsfans diese Woche waren. Dann kommen die halt in die Hall of Fame oder irgendwie sowas. Oder vielleicht eins pro Woche. Und dann kann man halt sowas halt auch in der App haben. Und was man halt auch, also ihr habt wahrscheinlich coole Ideen. Und da werden wir das umwenden. So, und jetzt haben wir hier schon... Und du baust gerade deine eigene Webseite, ne? Ja, das ist echt geil. Also man fühlt sich schon hier voll krass wie so ein Programmierer. Also, kannst du schaffen. So, dann haben wir hier noch schon den Text. Genau. Okay, machen wir jetzt Überschrift mal. Ich halte mal. Was Süßes. Was Süßes. Ja, was ist denn die App? Was ist denn was Süßes? Pass auf. Alter. Du hast irgendwo auf die Hosentasche. Ist das süß? Swaggy oder nach? So, jetzt muss er speichern und dann ist fertig. So, jetzt haben wir hier noch. Habe ich das schon gespeichert? Ja, das ist deine Webseite schon fertig jetzt. Das ist halt, das ist sozusagen die Landingpage. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit der Website auskennt. Ich kenne mich gar nicht so richtig aus, aber die Sache ist, nehmen wir mal kurz. Sehe hier, also Friedel und Max haben es ziemlich gut erklärt. Die App wird halt hauptsächlich auf dem Handy bedient. So, das ist halt nur eine Landingpage. Das heißt, wenn ihr auf subs.it geht, also Subsit, wird es halt diese Website geben. Die gibt es jetzt noch nicht drauf. Sie wird gerade nur gebastelt. Und dann kann man hier zum Beispiel zum Google Play und zum App Store auch. Hier ist halt einfach nur eine Übersicht. Da wird dann auch ein Video vielleicht kommen. Wenn ich ein Video darüber mache, dann werde ich vielleicht nochmal die App erklären. Vielleicht wird es dann noch ein paar mehr Punkte geben, aber jetzt so sieht es bis jetzt aus. Und ja, ich finde es mega auf jeden Fall mega nice hier mit euch. Sehr gut, ich finde es auch richtig cool. Wir haben richtig Kontakt gehabt. Kannst du es auf dem Handy schon machen? Genau, ja, ich habe hier die Jimdo App. Da. Man kann nämlich seine Webseite nicht nur mit dem Computer machen, sondern natürlich auch mit dem iPad, iPhone, mit Android. Hey, warum kennst du denn so gut mit Jimdo aus? Hast du mit dem Laden auch was zu tun? Du, ich war da schon mal. Genau, jetzt seht ihr, hier ist die Webseite und jetzt können wir zum Beispiel mal sagen, wir wollen eine zweite Seite anlegen. Mhm. Dann drücke ich hier einfach auf Plus und jetzt nenne ich die Office. Hallo. Und ich drücke auf Speichern. Und was Jimdo jetzt macht, ist eine neue Seite anlegen im Office. Zack, jetzt gehe ich da hin. Und die Seite ist dann, zack, oh, warte, im Office. Ah, ist eine leere Seite. Und jetzt wollen wir mal ein Foto reinhauen, ne? Dann drücke ich einfach hier unten auf Plus. Machen wir das Handy von uns ein? Jo. Ja, Foto, zack, take a photo. So, use Foto. So, und dann drücke ich hier Save.
Und jetzt lädt das gleich in die Webseite hoch und du kannst dann, also wir optimieren das auch gleich, also es ist gleich für alle möglichen Mobilgeräte, muss ich an ihm überhaupt nichts kümmern, ist es dann einfach drin, zack, so. Bam. Zack, auch da. Das ist die Seite. Genau, also so kann man ganz leicht mit einem Tablet oder einem iPhone auch seine Webseite mal eben aktualisieren. Das ist trotzdem verschwommen. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal meine Linse putzen. Du hast eine Zitterhand. Ich habe eine Zitterhand. Ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass ihr uns hier unterstützt mit der ganzen Sache. Ja, also, cool. Mega auch. Geile Sache. Und der wird wahrscheinlich morgen schon fertig. Und dann noch ungefähr 7 Tage den iTunes-Store müssen wir noch ein bisschen Vorlaufzeit geben. Der wird ja noch überprüft. Ja. Und das kann sein, dass die App dann nächste Woche schon Hammer. Im iTunes und im Google Play Store ist. Ich weiß auch, viele Leute haben geschrieben, was ist mit Windows Phone? Das kommt ein bisschen später, weil die Sache ist, leider Gottes, tut mir leid, Windows Phone benutzen halt wirklich nur ein kleiner Prozentteil der Leute und deswegen haben wir uns erstmal jetzt auf Google Play und App Store konzentriert. Wir wollen aber Windows Phone auf jeden Fall nachholen. Ja. Also keine Sorge, falls ihr ein Windows Phone benutzt und die App wird auch für euch noch kommen. Aber die wird nicht gleichzeitig kommen mit den anderen, sonst müssen die anderen noch länger warten. Es haben auch schon viele geschrieben, macht doch erst die Google Play App und scheißt auf die iTunes-Leute. Nee, aber wir wollen wenigstens dann den Großteil alles zusammen machen. Die beiden zu wählen, ist richtig gut. Ja, und ja, also saugeil. Also wir sind hier einfach spontan zu Jimdo geraten. Das finde ich eine geile Sache. Also falls ihr selber vorhabt, euch eine Website zu bauen, könnt ihr das natürlich auch bei Jimdo machen. Möchtest du was erzählen zu Jimdo? Ja, gerne. Ja. Also wir sind 3 Jungs, die vor ziemlich vielen Jahren auf dem Bauernhof angefangen haben, diese Website-Software zu bauen. Mittlerweile ist ein richtiges Unternehmen draus geworden. Wir sind mittlerweile über 200 Leute, haben ein Büro hier in San Francisco, wo wir gerade sind, auch ein kleines in Tokio, aber die meisten von den Leuten, die 180 sind, in Hamburg. Genau, die Idee von der Software ist, dass wirklich jeder eine Webseite bauen können sollte. Das ist ganz einfach. Das ist wirklich, auch die Eltern einfach eine Webseite bauen. Jeder, also kleine Unternehmen, aber auch private Fotografen, jeder, der irgendwas zu präsentieren hat im Internet, das ist super einfach ist für jeden. Und da kämpfen wir drum, dass das so einfach wie möglich geht. Ihr habt ja auch schon, ihr seid jetzt auf einer Gala oder auf einem Preis, wie heißt das ganz genau? Gründerpreis, ja. Auf einem Gründerpreis, ja, weil eure Idee halt so gut ankommt. Genau, ja, wir haben letztes Jahr schon den Hamburger Gründerpreis gewonnen, was cool war. Und jetzt sind wir nominiert und den letzten 3 Finalisten für den Deutschen Gründerpreis in so einer Kategorie Aufsteiger. Das ist cool, da kommen wir auch im Fernsehen. ZDF, ne? Ja, ich glaube am 30. Juni ist das. Genau. Guck ich mir auf jeden Fall an. Und wenn wir in Hamburg sind, komme ich auch nochmal besuchen. Ja, sehr gut. Und wir gehen longboarden dann da. Ne? Und in Tokio? Soll ich dann auch vorbeikommen? Ja. Komm dann vorbei. Ja, ich sag dir jetzt mal Bescheid, wenn ich da bin. Ja, geil. Da können wir sehr gut longboarden gehen. In Tokio? Ja, das geht. Ja, nee, echt? In Tokio kannst du mit Kack-Sushi essen gehen. Ja, das wird super. Ja, natürlich. Genau, ja, also, wir sind ja eh bald in Tokio und dann... Nee, saugeil. Also man lernt echt rundherum die ganze Welt so verrückte und coole Leute kennen. Das freut mich einfach mega, dieses ganze Projekt. Das wird noch so viel geiler. Cool. Wir freuen uns, dass wir dich supporten können mit der Webseite. Nee, ich freue mich. Auch mit euch. Auch. Oh, schön. Mega geil. Ja, saugeil. Nee, ist cool. Ja. Ich habe echt Spaß gemacht mit dir. Richtig cool. Also ja, wir werden noch sehen, was die Zukunft so bringt. Und was gibt's hier noch zu erzählen? Wir haben heute schon so einen fetten Tag gehabt. Ich glaube, ich beende das wieder am besten mal hier, weil... wir waren heute schon Longboard mit Elektroboards, dann waren wir noch mit dem Fahrradladen vorbeischauen, waren noch was essen, was trinken. Jetzt sind wir noch hier bei Jimdo. Ich glaube, viel gibt es heute gar nicht mehr zu erledigen. Muss noch ein bisschen schneiden heute. Video schneiden muss ich noch selber. Du hast richtig was zu tun jetzt hier. Ja. Übermorgen geht es schon zurück nach Deutschland, dann sind wir beim Videopreis. Das Wochenende, das heißt, da gibt es 3 Blocks aus Düsseldorf. Dann fahre ich nach Hamburg. Brauchst du denn ein paar Votes für den Preis eigentlich noch? Nee, das ist schon gelaufen. Das ist schon gelaufen. Ich habe leider zu Voten nicht aufgerufen, ich habe es irgendwie verspennt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, ich glaube nicht, dass ich da gewinne, aber ich freue mich auf die Gala. Das ist cool und die ganzen Leute zu treffen. Ja, und dann gibt es dann 3 Vlogs aus Düsseldorf. Dann bin ich in Hamburg bei anderen Freunden eingeladen und dann von da aus, mal gucken. Bis dann Bescheid. Ja, cool. Gut, und dann Leute, danke für alles. Ja, danke. Wir treffen uns noch öfters. Ja. Und schau die Beschreibung, ist alles verlinkt, was heute so relevant war. Und schau auch bei Anton und Lena vorbei. Bei Lena gibt es natürlich nichts zu sehen, ihr Laptop ist kaputt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Resttag, haut rein, ciao Leute. Tschüss.